Ich war in dem Moment noch zu Mailand, wo ich studiert habe, also Kunst. Und da hatte ich eine Freundin rumgegangen, eine Journalistin, und die so, dass man da Boot, man hat Marie-Claude Bo, Direktrice gewesen vom Mudam. Sie wollte neue Leute kennenlernen, und da hatte ich mich hier präsentiert, und da habe ich gewesen. Und das hat sie interessiert, die Arbeit. Und du sagst, komm, wir bleiben in Kontakt. Du siehst, alle 14 Tage zurückkommen und schon immer nein, also Sachen alle nur an nur gewesen. Und du noch ein paar Monate hat sie mich angerufen. Und sie sagt, also sie hat mich rausgesucht, für Lützburg zu repräsentieren. Ich hatte hier den Moment, also just da habe ich gewesen, das war nach dem Projekt, ich hatte sicher nur gewesen ein Video. Und du Louis hat sich das Projekt rausgeschält. Also für dich wollte ich anfangen, einen Film machen von einem Roman von Sarah Margot. Also die hat mich, das war von gerichtet, soll dann von einem Spielfilm gehen. Und dann habe ich aber gedacht, das passt nicht richtig an das Konzept für ein Biennale, das so Film, das ist aber ein bisschen besonders. Und dann habe ich angefangen, die Videos zu montieren, also auch weiter zu filmen. Und das Konzept löst alles entstanden, Casamia. Casamia, das ein Haus, das am Anfang 6 Zimmern enthält, wie zum Beispiel die Küche, den Salon, das Büro, das Schlafzimmer und den Garten. Und das ist ein Mikrokosmos, das heißt, das ganze Universum spiegelt sich am Haus herum. Und da sind da Planeten dran. Und, also die Sachen, die am Raum sind, das sind Sachen vom alltäglichen Leben. Das kann ein Mikro sein, das kann ein Stuhl sein, kann ein Tisch sein, kann eine Kamera sein. Und die Objekte, die verwandeln sich scheinst du an andere Objekte. Das ist teilweise konzeptuell, das ist minimalistisch. Und das oft von verschiedenen Medien dran, das Zeichnen dran, das Video dran, das Foto dran, das relativ skizzenhaft, also das nicht monumental, das ist etwas, was ganz ephemeres und poetisch und soll eigentlich den ganzen Kosmos repräsentieren. Ja, das ist autobiografisch, auch autobiografisch. Man schwätzt aber auch vom Universum, schwätzt von politischen Sachen, auch von sozialen Sachen, schwätzt auch von Kriechen, les pleurs de l'univers, also eine Frau oder eine Frau, die kreischt zu der Haltung von einem Kompaktdisk zum Beispiel. Ja, was wichtig war zu Venedig, das war das Wasser. Weil das ist ja das Thema vom Kreischen, vom Wasser, das ist auch ein bisschen vom Wasser, was drängt, ob schon der Kanal oder nicht drängt. Das ist aber trotzdem die Präsenz vom Wasser, wo Boot drauf stehen. Ja, die Insel, das wirkt schon, also der Lieu, den ist immens wichtig. Natürlich influenciert das so ein bisschen etwas Romantisches, ne? Venedig. Meinst du, sévère, also wenn das war positiv war, ne? Das war nicht zu trennen. Ich muss mal ausschlafen oder so. Das ist nicht immer gern. Schon Harald Seemann kennengelernt und wirklich intelligent Leute und narrene Leute auch. Und ja, das war immens impressionant für mich, weil so wahnsinnig viele Leute da waren. Aber das Ganze ist eine Show. Also eine Show.
Ich weiß nicht, ich hatte für lange Jahre eine ganz andere Vorstellung von dem, was eben die Kunstszene, also der Marsch hier und so weiter, das Ganze, das ist wirklich eine Show. Also, es hat auch eine Facette, was nicht immer wirklich das enthält, was das für mich. Ich war da geblieben eine Zeit, weil ich hatte wirklich Lust, bei der Expo zu bleiben. Und, ich bin einfach da geblieben eine gute Zeit. Ich habe gesehen, die Leute an und ausgehen. Das hat mir gefallen. Ich war in die Sache gebunden. Und ich bin eine Zeit da geblieben. Und wie ich rum war, da war mal Vakanz. Und dann ist eine Invitation gekommen von Buenos Aires. Da hatten Studenten von Buenos Aires mich invitiert für ein Biennale zu Buenos Aires. Und dann, das Jahr drauf hatten halt ziemlich mich invitiert auf Thessaloniki. In Griechenland, das war ein Expo Europe Exists. Und da waren aus allen Land zwei Künstler von Europa. Die Expo sich, also da habe ich zu sich, ich konnte wirklich alles realisieren, so wie ich es wollte. Die Objekte sind gemacht und die Videos montiert und ich konnte genau realisieren, wie ich es wollte. Und ich fand doch noch immer schein, ob schon in den Videos natürlich ernst machen, aber das Wichtigste ist, ja, auch die ganze Karte, das war immens schön, mit dem Kanal, mit dem Boot, und, ich war mit einer Freundin, die war mir ganz nüchst, sind wir auch bei der Expo geblieben, und ich hatte die Leute, meine Freunde, die konnten da schlafen, alle gut. Das war ein Casamir, wo auch meine Freunde konnten alle da wohnen, auch an der Expo. Und das war sie flott, fand, dass sie an der Expo Kaffee getrunken haben, zum Beispiel. Morgens gefrühstückt. Also, das war sie flott. Fand. Das ist etwas Einmaliges gewesen.